geheißen Österreicherinnen und Österreicher. Der Tag startet für fast alle Österreicherinnen und Österreicher mit dem Frühstück und hört mit dem Abendessen auf. Zum Frühstück gibt es oft Kaffee mit Brot und Gebäck, ein weiches Ei oder ein Müsli. Das Müsli wird meistens mit frischem Obst und Milch gegessen. Viele Österreicherinnen und Österreicher essen zu Mittag oder am Abend auswärts in einem Lokal oder in einem Gasthof. In Österreich ist es normal, viel Fleisch wie Huhn und Rind zu essen. Als Beilage gibt es häufig Pommes frites, Reis und Kartoffeln. Sie essen aber auch gerne Spaghetti mit Faschiertem und Pizza. Die österreichische Küche ist ziemlich deftig. Das Abendessen ist für viele die wichtigste Mahlzeit und wird auch oft warm gegessen. Es kann aber auch nur ein kleiner Imbiss, zum Beispiel ein Sandwich oder eine Jause sein. Eine Jause ist eine kalte Mahlzeit. Man isst als Jause oft Gebäck, Butter oder Margarine, Schinken, Speck, Fleisch, Wurst, Marmelade, rohes Gemüse und Käse. In Österreich trinkt man gerne Bier und Wein in Gastgärten. Man bestellt manchmal nach dem Essen einen Schnaps, wenn man zu viel gegessen hat. Es werden aber auch viele Säfte, Mineralwasser und Cola getrunken. In Österreich wählt man gerne nach dem Essen eine Nachspeise. Eine sehr bekannte Spezialität ist der Apfelstrudel.